erstaunlich, was einem auffällt, wenn man jemanden das erste Mal sieht. Sein Selbstvertrauen, ein nettes Lächeln, ein kurzer Kontakt. Was man nicht sieht, was man beim ersten Blick gar nicht erkennen kann, ist alles andere. Alles das, worauf es ankommt. Ich bin Connor. Brooklyn. Dies ist die Geschichte von dem Jungen, den ich liebe. Aber um wirklich zu verstehen, warum, müssen Sie etwas mehr über das Spiel wissen, das er so sehr liebt. Kannst du das etwa besser, Sullivan? Versuchen Sie es rauszufinden, Coach. Das Spiel wird von den Indianern Amerikas schon seit Jahrhunderten gespielt. Und es erfordert Schnelligkeit, Strategieverständnis und ein bisschen Körpereinsatz. Stell dich niemals selbst über das Spiel. Du kriegst meine Position nicht. Spielst du etwa zufällig rechts im Angriff? Ja, allerdings. Hey, dann übernehme ich ja künftig tatsächlich deine Position. Tja, sie brauchen mich nochmal im Irak. Ich hatte dich doch gebeten, dich von ihm fernzuhalten. Er hat gerade seinen Vater beerdigt. Er ist im Augenblick nicht besonders stabil. Connor, nein! Ich geh gleich ins Bett. Du gehst nirgendwo hin, Connor Sullivan. Du sprichst von jetzt an nur noch, wenn du angesprochen wirst. Haben wir uns da verstanden? Wo fahren wir eigentlich hin? In Sechs Nationen Arbeitslager. Warum tue ich das hier eigentlich? Sag du es mir, du bist doch der, der es vermasselt hat. Es ist schwer zu sagen, ob man als Krieger geboren oder durch die Umstände dazu gemacht wird. Dein Dad war auch hier. Ich weiß, jeder hat mal schwere Zeiten im Leben durchzumachen. Es scheint nur, als würden manche Menschen dadurch stärker. Ich werde das erledigen.